Warum machst du noch sowas, sag mal? Ich spiel jetzt Roulette aus Wurst. Ich hab grad 80 Euro oder 5 Euro Einsatz verdient. Hätte ja auch gut gehen können. Es hätte ja auch gut gehen können. 80 Euro auf 5 Euro weglaufen lassen. Ja, du machst den Einsatz doch, indem du setzt. Ja, aber normal sind ja Dinge. Okay. Keine Ahnung, ich kenne das bei Noro nicht. Komm, ich mach auch mal einen Euro. Euro Einsatz jetzt. Gewinnst du was? Meinst du? Ja, jetzt hoffen wir mal, dass das Rot kommt, ne? Scheißding, ey. Ja. Wie viel hast du jetzt? 7,20 Euro. 20. Und die hast du aber auch gesetzt, oder was? 3,60 Euro. Also. Ich bin auf die Roten. Warum du setzt dann nicht direkt auf Rot? Pechkarte. Du hast doch auf die roten Zahlen gesetzt. Warum gibt es denn 7,20 Euro beim Treffer? Ja, 20. Normal 26. Ach ja. Aber das ist aber eben ein unfaires Spiel, ne? Wer weiß. Ich muss gerade gestehen, mein Geld ist weg. Ich hab's gar nicht so mitbekommen, weil ich bei dir beim Roulette zugeguckt hab. Oh, guck mal, noch ein Dreher. Yeah. Herr Pöckchen, Klappung, was halten Sie von 9 Euro schwarz? Ja, also müssten wir mal drüber nachdenken. So, ich schmeiß nichts mehr rein. Ich hab. Ja, wir machen die 10 voll, komm. Meinst du? Ja. 10 Euro. 10 Euro schwarz. Ich hab ein gutes Gefühl. So wie eben bei den 80 Euro. Der Automat ist. Der ist mir was schuldig, der Automat. Komm jetzt. Klack, 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 klack. Ich hab nie so ein schwules Roulette-Rad gesehen, ne? Ja, aber das schwule Roulette-Rad. Ja, hat dir gerade. Das kommt. Glück gebracht. Das kommt einfach. Und jetzt? 20. 20 Euro Rot. Okay. Wollte ich nicht machen. Okay. Oder nochmal 10 auf schwarz. Ja, wäre das jetzt ein echtes Roulette, dann könnte man das ja wenigstens machen, ne? Aber das ist ja so ein Scheiß. Das Ding will ich ja eh nur verarschen im Endeffekt. Ja, das stimmt. So, wir hatten jetzt 13, das ist Reihe 2. Davor hatten wir Reihe 30, das heißt Reihe 1 wäre langsamer dran, ne? Ja. 6 Euro Reihe 1. So, dann hatten wir zu oft Reihe 3, das heißt hier machen wir auch nochmal 10 Euro hast du jetzt gesetzt. So, da gewinne ich, würde ich 12 gewinnen, da würde ich 18 gewinnen. Nee. Doch, ist doch. Das mal 3. 3 gewinnt schon. Das ist doch, nee, das hier oben ist doch 16 bis Dings gewesen. Nein, 1 bis 12, 2 bis. Ach so, okay. Also ne, erstes Ding. Ja, ja, okay, nee, dann hast du recht. Du kannst nur gewinnen quasi. So, dann hau rein. Also. 8. Ja, ich bin noch nicht sicher, ich bin noch nicht fertig hier. Ich muss doch ganz clever überlegen. Kohle muss weg, weißt du. 10, 10. Also das verstehe ich gar nicht. Ist eigentlich ja relativ simpel. Man setzt einfach auf die Zahlen oder auf die Teilbereiche, die da oben halt sind. Bing, bing. So, und jetzt? Jetzt muss alles unter 25 kommen. Alles, also da, alles was höher als 25 ist, das wäre schlecht. Dann hau rein. Komm. Und wie viel Einsatz ist das jetzt? 23 Euro Einsatz. Und alles höher als 25? Unter 25. Unter, Entschuldigung. Ja! Treffer! 23. Und noch draufgesetzt. Das sind 30, sind 37 Euro. Gratulation. Gratulation? Das ist die Frau, die hat dir gratuliert. Oh, das geht doch. Leg mich auch aus. Sonst hol doch 40 raus. Ja, und dann gehen wir. Ja, dann gehen wir 2 Stockwerke höher, ja. Nee, ich mach das jetzt weiter. Ich bin jetzt gerade in meinem Roulette-Fieber. Okay. Ich meine, der wird mich gleich sowieso einmal verarschen, ne? Das ist ja klar. Was machst du? Jetzt kommen die 23, ne? Soll ich mal wirklich volles Risiko gehen?
Jo, und ob Paddy damit Glück hat, das seht ihr wie immer im nächsten Teil. Oh Mann.